Ich würde trotz allem jetzt gerne den Frachtraum untersuchen. Also gut, von mir aus. Aber in 10 Minuten sehen wir uns hier wieder. Ganz Kapitän genau. Kapitän DeConti, ich würde gerne noch 2 eilige Telegramme aufgeben, bevor wir abfahren. Gewiss, Inspektor. Sie finden den Transportraum dort hinten. Durch eine Tür auf dem Vorderdeck können Sie ihn betreten. 5 Minuten bevor wir abfahren, wird das Horn 2-mal ertönen. Das ist das Signal, für alle Hafenarbeiter das Schiff zu verlassen. In Ordnung. Kommen Sie bitte mit mir auf die Brücke. Von dort aus können Sie telegrafieren. Mir schwimmen die Fälle davon. Ich muss im Frachtraum etwas finden. Sonst ist meine Kreuzfahrt vorbei, bevor sie begonnen hat. Das stimmt. Aber mir ist diese Schreibweise von Fischdeck aufgefallen. Mit Y. Fisch. Okay, gut. Jetzt sind wir hier unten. Verlasse den Frachtraum? Nein. Das Auto wird verladen? Das ist das Cabriolet der jungen Frau. Anscheinend musste es unbedingt mit nach Ägypten. Und Daddy darf zahlen. Ja. Geh ins Dunkel. Hier ist es zu dunkel. Ich kann die Hand vor Augen nicht sehen. Geschweige denn nach Spuren suchen. Das ist doof. Hier ist es zu dunkel. Ich kann die Hand vor Augen... Wissen wir. Den Spind. Vielleicht finden wir da irgendwo eine Taschenlampe oder sowas. Oh, die Kamera schwenkt auch noch. Die 3 linken Spinde scheinen alle abgeschlossen zu sein. Ja, was mit dem rechten? Dann durchsuch doch den, der offen ist. Wir wissen, was da drin ist. Die Tür dieses Spinds ist nur angelehnt. Ja, dann mach doch auf. Leer. Na ja, klar. Können wir uns da drin verstecken? Hier ist es zu dunkel. Opernglas, ja, das bringt uns nichts. Wir müssen, glaube ich, erstmal wieder hochgehen, um zu gucken, ob wir irgendwo was finden können. Es sei denn, das Spiel ist hier dann gleich zu Ende. Wenn ich jetzt gehe, war es das für mich. Legrand würde darauf bestehen, dass ich das Schiff verlasse. Dazu darf es nicht kommen. Aber ins Dunkel gehen können wir nicht, weil wir da nichts sehen. Was? Betrachte das längliche Ding. Okay, vielleicht ist das eine Taschenlampe. Was ist das? Ah. Eine Taschenlampe. Aha. Ich dachte, vielleicht müssen wir irgendwie oben an Deck und dort eine Taschenlampe suchen, aber... Okay, wo geht er denn hin? Was sagt der Hotspot? Da, betrachte die Truhe, da ist die Truhe. Hallo, kommen Sie da raus? Dann müssen das wir die Spiel wohl... ist aus. Ja. Ich werde jetzt die Truhe öffnen. Leer. Hallo? Okay. Irgendwie... Die Truhe ist leer. Ich bin mir sicher, dass jemand in der Truhe war. Nur, wo steckt er jetzt? Naja, er hat irgendwas umgeschmissen. Da müssen wir, glaube ich, erstmal kurz hingehen. Nur was hat er jetzt kaputt gemacht? Ist der Spind? Nee, der Spind ist nicht zu. Hotspots gibt es hier... Da sind Scherben. Okay. Die Scherben sind... Ja. Puh, ich bin einfach zu schreckhaft. Uh-oh. Autsch. Wir sagen erstmal, ich glaube, wir sagen erstmal nichts. Okay. Kransteuerung. Ansonsten gibt's hier nichts. Nö, gibt nur die Kransteuerung und was ist das? Kransteuerung und hier irgendwas, was wir nicht auswählen können. Da ist noch was. Ein Messer.
suche. Mist. Das war jetzt nicht so gut. Zur Kratzsteuerung? Nö. Aber ich kann nirgendwo anders hinrobben. Was? Zieh am Tuch. Okay. Ups. Flacheisen. Flacheisen mit... Mit was benutzen? Hier ist ja nix. Hier gibt's ja nur... Oh doch, was? Öffne die Kiste? Klar, mit den Füßen oder was? Flacheisen mit Kiste. Klar, bloß immer wieder zurückrobben, junger Mann hier. Scheuere die Fesseln an der Säge. Da ist eine Säge drin? Okay, gut, dann machen wir die Fesseln durch. Komm schon. Ah, endlich wieder frei. Füße. So, das heißt, hoffentlich kommen wir jetzt an die Kransteuerung ran. Okay, gut, wir können gehen. Ja. Autsch. Verdammte. Davon wird am besten niemals jemand erfahren. Ja. Neue Bilder freigeschaltet. So. Jetzt können wir uns hier doch mal... Was sagt das Hotspot-Ding? Ein Rohr. Das können wir doch mitnehmen, oder? An der Stange kleben etwas Blut und einige Haare. Um die Haare tut es mir besonders leid. Aua, das ist mein Blut. Nehmen wir mit. Ich fasse sie auf der Seite mit den Blutspritzern an. Wer das Opfer ist, wissen wir ja schon. So. Geh die Treppe hoch? Nein. Aber der Spind ist wieder zu. Irgendjemand hat ihn zugemacht. Ist da irgendwas drin? Vielleicht ist da ja jetzt was drin. Weil wir sind da nicht von Bord gegangen, als es zweimal getutet. Der Frachtraum scheint auch als Umkleide für die Besatzung zu dienen. Zumindest für den Teil, der seiner Arbeit nicht den weißen Anzügen nachgeht. Zelle? Eine Arrestzelle für Crewmitglieder. Oder vielleicht auch für randalierende Passagiere. Ja, nice. Die sind gut ausgestattet. Stühle? Ja, damit habe ich Bekanntschaft gemacht gerade. Ein Stuhl ist das Letzte, was ich jetzt brauchen kann. Ich habe da hinten in der Ecke schon lange genug gesessen. Was? Kiste mit Einschussloch? Wer immer da geschossen hat, hat diese Kiste getroffen. Die erste Frage lautet, wollte er sie treffen? Und die zweite Frage, warum? Ja, das frage ich mich auch gerade. Warum? Kiste mit Einschussloch. Eventuell wollte mich der Schütze einschüchtern. Eine viel effektvollere Warnung kann ich mir nicht vorstellen. Tja. Einfach mal mit dem Finger drin rumpopeln. Es ist zu dunkel, um im Loch etwas zu erkennen. Ich sollte mir das später genauer ansehen. Moment. Ist der Inspektor jetzt gerade in dem Loch in der Kiste verschwunden oder wo ist er hin? Wo sind wir? Hallo? Spiel? Betrachte das Shot. Aber irgendwie geht jetzt keiner mehr irgendwo hin.
Okay. Wir haben den Inspektor verschwinden lassen und ich glaube, das Spiel läuft nicht mehr. Ich darf nicht in der Kiste popeln, denn in dem Moment verschwindet die Inspektorfigur und dann können wir nichts mehr machen. Das ist ein bisschen scheiße, aber naja, dann ist das wohl so. Weil jetzt können wir noch rumlaufen, aber sobald hier der Inspektor verschwindet, funktioniert das nicht mehr. Gut. Dann gucken wir uns hier einmal ein bisschen weiter um. Hier ist zum Beispiel ein Shot. Wahrscheinlich können wir nicht nach oben gehen, oder? Oder können wir nach oben gehen? Hm? Zu? Ich kann einen Gang erahnen. Aber man erkennt keine Details. Die Scheibe ist schmutzig und im Gang brennt kein Licht. Hm. Hier können wir nichts mehr mitnehmen. Nö, er sagt auch nur, da gibt es nur... Können wir das öffnen? Da tut sich gar nichts. Die Tür scheint von der anderen Seite verriegelt zu sein. Mist. Druckschotts lassen sich auf Schiffen häufig nur von einer Seite öffnen. Na toll. Wenn ein Raum durch ein Leck voll Wasser läuft, soll kein ertrinkender Matrose das Schott öffnen und damit das ganze Schiff gefährden. Ich bin leider auf der Seite ohne Schließmechanismus. Tja. Druckschotts lassen... Wenn ein... Ich bin... Ja. Gut. Mehr können wir hier wohl nicht machen gerade. Das heißt, ja, ich würde sagen, dann bleibt uns nichts, außer mal die Treppe hochzugehen. Hoffentlich kommen wir durch die Tür durch. Wer immer die Tür verschlossen hat, ist kräftiger als ich. Mist. Metallrohr, damit können wir vielleicht klopfen. Oder versuchen, Hebelwirkung. Ah. Ich sollte vorsichtig sein. Vielleicht ist der Revolverheld noch in der Nähe.